Ich will die 330. Es ist gleich frei, dreispurig. Jetzt geht's los. Boah. 300. 310. 313. Komm! 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 Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Sonntag 16 Uhr. Heute geht es um den Porsche 911 992 Turbo S. Bist du mitgekommen, Roman? Bin mitgekommen. Sehr geil. 650 PS, 800 Newtonmeter, ein Leergewicht von 1640. Heute stellen wir uns die Frage, was kann der 911 Turbo S? Ist er brutal? Ist es eine Allzweckwaffe? Und was kann er im Alltag? Denn ich fahre dieses Auto jetzt mit euch gemeinsam 1000 Kilometer. Das ist der Porsche 992 911 Turbo S mit einem 3,8 Liter Biturbo 6-Zylinder Boxermotor. Das Auto hat eine Endgeschwindigkeit von 330 km/h, beschleunigt in 2,7 Sekunden von 0 auf 100. Das Auto geht los bei rund 218.000 Euro. Unser Testwagen hat eine Zusatzausstattung, das heißt Extras in Höhe von ca. 22.000 Euro. Somit kommen wir auf rund 240.000 Euro. Dieses Auto ist in Achatgrau. Achatgrau ist eine mega klassische Farbe bei Porsche inzwischen. So eine Art Anthrazit. Keramikbremsen sind Serie bei den Turbo S. Die sind immer dabei, komplett. Also merkt ihr auch immer einen gelben Bremszettel bei den 992. Die sind immer dabei. Er hat eine Mischbereifung. Er hat vorne 20 Zoll, hinten 21 Zoll. Ich bin mal gespannt, wie er sich auf der Autobahn gibt. Natürlich hier auch klassisch gehalten mit den Chromleisten und so weiter. Für mich persönlich, ich finde, da kann ein bisschen mehr Sportlichkeit rein. Ich hätte jetzt die Leisten in Schwarz bestellt. Was denkt ihr? Gehört das dazu? Bisschen Klassik noch in so einen Porsche rein, der auch so klassisch von Farbe her aufgestellt ist? Oder denkt ihr auch, dass man einen Tickel Sportlichkeit immer reinbringen kann? Okay? Und das ist für mich die Schokoladenseite. Hinten haben die das mega geil gemacht, finde ich. A, die Linie. Zack. Und als die ersten 992 rauskamen, die normalen Carrera, dann war mir das Auto hinten zu rund. Da war mir das Auto so eiförmig. Aber jetzt mit dem Turbo S, mit dem aufgesetzten Spoiler, der auch dann, wenn du im Sport Plus bis hoch gefahren kommt, okay, wirkt der mega sportlich, mega sexy und durch die zwei großen Auspuffrohre hinten wirkt der richtig geil. Das Auto hat einen Grundpreis von 218.000 Euro und so wie er hier steht mit der Ausstattung, kostet das Auto rund 239.000 Euro. Die sind enorm wertstabil. Wenn wir jetzt ins Mobile rein, also ins Netz reingehen und uns die Autos anschauen auf dem Gebrauchtwagenmarkt, wären die Autos mit ca. von 6 bis 20.000 Kilometer immer noch für 235, 240, da fangen sie erst an. Das heißt, der Porsche 992 Turbo S durch die Produktion, die Porsche sehr drosselt, okay, ist das Auto mega wertstabil und es hält sich. Nichtsdestotrotz komme ich immer wieder auf das Gleiche und da könnt ihr mir kommentieren, was ihr wollt und ihr könnt da immer noch sagen, Hamid sei nicht so pingelig. Aber was ich so mega blöd finde, ist das hier. Ich fahre ein Porsche Turbo S, okay, ein Porsche Turbo S für 239.000 Euro. Da steht zwar Porsche drauf, das finde ich schon mal nett, aber Jungs, bitte, doch hier nicht so ein Plastik. Und guckt euch das mal an. Da kann man doch sich irgendwas überlegen, weil den Jungen sieht man mit 68 Liter Tankinhalt sehr, sehr oft. Und wenn ich an der Tankstelle stehe und so viel Geld für ein Auto ausgebe und tanke, okay, und meinen Tankdeckel öffne, möchte ich nicht so ein Bild haben. Plastik, 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 Plastik. Von Design her ist es ja immer sehr klassisch, immer Geschmackssache. Was ich sehr cool finde an dem Porsche 911er ist, du kannst ein Urmodell nehmen, das heißt den ersten 911er und das ist der aktuellste 911er und die kannst du immer zur Seite stellen, die Silhouette ist immer gleich und das ist ein Punkt, was definitiv immer für Porsche spricht. Jetzt geht's weiter. So, jetzt sind wir hier drin. Jetzt starten wir erstmal, guck mal hier. Es ist alles noch natürlich ungewöhnlich, jeder 911er-Fahrer meint, mein Gott, was ist denn hier los? Aber es ist hier alles nur noch digital.
starten wir das, haben wir unsere riesen Navi-Anlage. Wir fangen erstmal hier oben an. So, Uhrzeit, passt, ne? 30 Grad Außentemperatur. Dann haben wir unsere kmh-Anzeige. Dann, was ich mega geil finde, ist, dass Porsche seine Linie treu geblieben ist und Drehzahlmesser noch analog gehalten hat. Das finde ich mega cool. Dann haben wir hier die Seite, da können wir alles einstellen. Also jetzt sind wir im Normalmodus. Hier haben wir unser Rädchen. Siehst du das? Da können wir auf Sport. Sport Plus. Lenkrad, klein, mega sportlich. Ich finde es immer cool, wenn meine Pedals auch auf mein Lenkrad drauf bleiben. Ich finde, wenn die so da stehen bleiben und du am Lenken bist und noch schalten musst, finde ich immer blöd. Das finde ich halt mega bei dem Turbo S. Wir fahren jetzt hier 650 PS durch die Stadt. Es ist total easy. Es ist nicht so, dass die Leute hier rein gaffen. Es ist echt ein Understatement-Auto, auch wenn sich das jetzt krank anhört, dass ein Turbo S ein Understatement-Auto ist. Aber ich bin ja andere Autos gewohnt, wie Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati und so weiter. Da würde jetzt jeder stehen und so reingucken oder vielleicht sein Handy noch rauszucken und Handy-Fotos machen. Aber hier nicht. Das Auto ist total unscheinbar. Und jetzt auch total leise, wenn wir im Normalmodus sind. So, wenn ich jetzt aber im Sportmodus gehe, hast du es gehört? Dann macht er hinten sofort Krawall an und dann hörst du das Auto auch sofort, obwohl es ein Biturbo ist. Die Verarbeitung bei Porsche brauchen wir nicht ansprechen. Alleine dieses Kontraststitching hier oben, auch in Bordeaux-Rot gehalten, Top-Qualität. Innen hast du die Option jetzt immer auf Carbon. Und was ich schön finde, ist, dass es Carbon-Matt ist. Ich bin ja im Innenbereich ein Fan von Carbon-Matt. Aber was ich wiederum nicht so schön finde, ist das hier. Das ist Plastik. Hörst du das? Das geht gar nicht, finde ich. Da hätte man schön mit Carbon arbeiten können. Oder eventuell, ja, Alu gebürstet, in Dunkel gehalten. Das sind die Kleinigkeiten bei 239.000 Euro, die ich zu 100% erwarte. So, und jetzt habt ihr euch soweit alles innen angeschaut. Jetzt fahren wir mal gemeinsam 1000 Kilometer. Gut aus. Ja, Mann, wirklich? Komm, scheiß gut drauf. Sehe ich wirklich gut aus? Ja. Sehe ich wirklich gut aus? Du sagst nur ja. So, die 1000 Kilometer starten wir jetzt. Ich habe Dion dabei, der seit 20 Jahren Motorjournalist ist. Und egal, was ich brauche oder was ich nicht weiß, rufe ich diesen Jungen an. Und der immer wieder mir erzählt, ey, Hamid, hör mal zu, der bringt mir die Vergleiche. Und das ist Gold wert. Vielen, vielen Dank dafür. Die erste Frage, die ich dir stelle, gehört das zu einem Sportwagen? Ein Schiebedach? Wenn du es aus puristischer Sicht siehst, nein. Okay. Die zweite Sache, die ich habe, ist, wir kennen es ja, ab den 996 hat Porsche was richtig Geiles erfunden. Da war immer hier eine Taste, da hast du raufgedrückt und dann hast du deinen Cupholder rausgebracht. Gib mal meine Flasche bitte. So, ich habe jetzt heute Durst und möchte was trinken. Okay? So. Wo ist unser Cupholder? Da drüben. Da drüben. Kommst es gibt nur noch. Nein, natürlich nicht. Doch, ich komme dahin, aber das ist bei 330 Stundenkilometer Spitze schon gefährlich, wenn du das dahin packst. Also fehlt hier was, hier in der Mitte. Ich muss meine Flasche jetzt hier reintun. Und jetzt kommt, es ist eine 0,5 Liter Wasserflasche. Und jetzt habe ich den hier. Das geht einfach nicht. So, jetzt kommen wir aber zu den positiven Punkten, weil dieses Auto ist laut Dion, bevor wir eingestiegen sind, der schönste 911er, und das beschreibt uns mal. Kein 996, kein 997. 991, ja, der war, aber jetzt mit dem 992, der ist perfekt. Bullig, breit, tief. Porsche ID, mega cool wieder aufgefasst. Auch die ID von dem ganzen Ding hier. Diese Kombination aus analog, digital. Also wirklich Porsche. Es ist wieder ein Porsche, an dem ich wirklich vorbeigehe und stehen bleibe und das Komische ist dabei, dass ganz viele ihn überhaupt nicht so schön finden. Bist du fertig? Hast sehr geil beschrieben. Ich finde das immer sehr cool, wie du es beschreibst und wie du dabei durchdrehst. Das finde ich richtig geil. Liebe Autos! Geil.
Stau, wie ihr seht, von dreispurig werden wir zweispurig. Ich habe ein Tempomat an, weil es ging runter auf 100. Da habe ich 112 eingestellt. Okay, da könnt ihr es sehen. Und wir sind jetzt im Stau. Guck mal meine Beine. Hier. Ich mache nichts. Ich lenke nur. Und der fährt. Es ist fast Autopilot. Und das bei einem Sportwagen. Guck mal, geh mal rauf. Guck mal, jetzt fährt er wieder selber hoch auf Maxgeschwindigkeit 112. 100 ist erlaubt. Guck mal, wir kommen jetzt ein bisschen runter auf 108. Und jetzt guck mal, ja, der bremst. Ich mache nichts. Hier. Das ist schon genial. Das kann selbst nicht mal meine neue G-Klasse. Ich finde es persönlich mega, aber ist das nicht eher ein Limousinencharakter? Beantwortet mir diese Frage. Guck mal, jetzt fährt er wieder selber. Guck mal. So, lieber Dion, es ist frei, wir können Gas geben. Du hast die Turbolader schon angeschmissen. Halt bloß das Lenkrad fest. Ich kann nicht mehr in die Kamera moderieren, ich muss nach vorne schauen. Wir haben jetzt so locker 240, hier ist alles frei. Der fährt easy auf 270, 280. Unglaublich, und wir sind bei 300. Merkst du, dass wir 300 fahren? Das zeigt mir jetzt, dass so tatsächlich mit diesem Turbo S, das ist ein Alleskönner. Ja, vor allem was halt wirklich, was die Entscheidung ist, das ist ja gar nicht die Endgeschwindigkeit. Ich meine, du musst mal vorstellen, wir fahren jetzt 220 und das Ding kann jetzt noch mal 110 Kilometer schneller fahren. Ja, das stimmt, das so, ist krass. Das richtig Krasse ist aber gar nicht die Leistung und die Topgeschwindigkeit, sondern das Krasse ist Beschleunigung. Ja. Und das Temponiveau, das du fährst, das völlig selbstverständlich ist. Wir fahren 200 und das kommt dir vor, als ob du von der Kraft, wie er noch sich so gibt, wie 140. Ja, das ist und Wahnsinn. Und jetzt packt, du dich drückst in den Sitz. Ja, das ist echt Wahnsinn. So, und jetzt ist wieder frei. Wir sind im fünften Gang. Ich mache zweimal Minus. Drei auf 6000 Umdrehungen und gib Gas. Unglaublich, oder? Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Vielen, vielen Dank, Dion, dass du mir dabei hilfst und dass du mir die Tipps auch gibst. Und wir sehen uns bestimmt des Öfteren wieder. Sehr und bald sehr sowieso auf deiner eigenen Seite. Sehr, sehr gern. Bis nächstes Mal. Ciao. Ich will die 330. Ich will die 330. Wir sind jetzt auf der Autobahn. Es ist gleich frei, dreispurig. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist auf Sport Plus. So, jetzt merkst du sofort. Hinten gehen die Spoiler hoch. Das ist schon mal richtig geil. Da hast du schon mal die Power siehst du schon, spürst du schon hinten. Und jetzt müssen wir gleich richtig Gas geben. Ich bin echt gespannt. Jetzt geht's los. Boah, das Auto hat so viel Power. Du gehst hier auf 6.500, 7.000 Umdrehungen. Das ist krass. Jetzt haben wir die Chance. Alter Schwede. 300. 310. 313. 313. Komm. Nein. Aber der bremst so geil. Ist so genial. 313. 17 Stundenkilometer, Mann. Ist doch unfassbar. Kilometer bin ich jetzt mit den 911 992 Turbo S gefahren. Und guckt euch das mal an. Es ist alles natürlich voll mit Fliegen und so weiter. Das Auto ist mega dreckig, aber dank der Farbe, hier muss man jetzt auch noch mal über die Farbe sprechen, in Achatgrau, wirkt das Auto gar nicht so heftig dreckig. Ich glaube, wenn dieses Auto schwarz wäre, dann würdet ihr sehen, wie übel das Auto aussehen würde. Das ist ja das Schöne an Silber- und Anthrazittönen. Die sind sehr dankbar. Aber jetzt waschen wir erstmal das Auto. Das war's.
Jetzt haben wir das Auto gewaschen und ich habe eben die beiden beobachtet, wie penibel sie ihr Auto gewaschen haben. Ich hoffe, dass die mitmachen. Moin. Sag mal, mein Name ist Hamid. Hi. Steffen. Hamid. Felix. Felix. Gib mal ein bisschen Gas. Ja, gib mal Gas. Ich habe die mitgekriegt. Okay, jetzt können wir wieder ausmachen. Was meinst du, wie viele Koffer passen da rein? Zwei. Ja, komm, testen wir mal. Mensch, dass du noch so schwer arbeiten musst heute. Du sagst zwei Koffer, ne? Ja. Ich sag ein bisschen mehr. Kannst du einmal dein Auto wenden und hier hinbringen? Wir testen jetzt was. Alles klar. Okay, Opel Insignia Kombi. Kombi, meine Lieben. Stopp. Wir packen jetzt um. Mit dem Rucksack fangen wir an. Ich mein Koffer. Meine Tasche, pass auf, da ist mein Laptop drin. Meine Kopfhörer. Super. Und mein Spray. Guck mal, wie viel Platz hast du noch? Da ist auch Platz, oder? Aber wartet, ich bin noch nicht zu Ende. Einmal. Und den hier. So, und guck mal. Das war alles in den neuen Elfer. Wie viel Kofferraumvolumen hast du circa? Weißt 560. Du das? 560 Liter Kofferraumvolumen. Das ist geil. Ich habe vorne nur 128 Liter. Hinten die Tasche, okay, da sind ja noch weitere ca. 260 Liter hinten gedacht, aber das ist für mich kein Kofferraum, aber es ist schon ziemlich voll. Für ein Kombi, ein Opel Insignia Kombi. So Jungs, vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Das finde ich echt mega klasse. Ja. Jetzt brauche ich noch meine Sachen wieder. Ja, komm. So, meine Lieben, 1000 Kilometer sind vorbei. 1000 Kilometer sind vorbei. 1000 Kilometer mit dem Porsche 911 Turbo S. Das ist heftig. Das ist heftig. Und ich muss sagen, ich habe das Auto gesehen. Ah, okay. Bin ich eingestiegen, bin losgefahren. Okay. Dann habe ich aber immer mehr Spaß daran gefunden, weil dieses Auto einfach alles kann. Das Auto ist eine Allzweckwaffe. Das Auto ist brutal, um die Kernfrage zu beantworten. Das Auto ist aber auch mega lieb. Das Auto hat ein Allrad, du kannst ihn im Winter durchfahren. Das Auto verzeiht dir alle Fehler. Das Auto ist schnell. Das Auto ist mega gut in der Kurve. Dieses Auto, der Porsche 911 Turbo S, kann alles. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Gebt mir ein Like, abonniert bitte meinen Kanal. Und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Euer Hamid. Ciao.